Ja, ist auch total faszinierend. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, prägt euch weniger das Aussehen von dem Vogel ein, sondern den Ruf. Man hört sie auch jetzt die ganze Zeit im Hintergrund schon rufen. Man wird einen Bienenfresser grundsätzlich immer erst hören, bevor man sieht. Jörn Weiß ist in Rheinland-Pfalz der Experte für Bienenfresser schlechthin. Wie kein anderer sammelt er seit Jahrzehnten Daten über das Besiedlungsgeschehen dieser tropisch anmutenden Vögel. Also es gibt belegte Beweise auch aus den 1850er, 60er Jahren, wo schon einmal der Bienenfresser, der ursprünglich aus dem Mittelmeerraum kommt, schon einen Vorstoß Richtung Norden gemacht hat. Aber da muss man ganz klar sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt ist diese Ansiedlung von Menschenhand unterdrückt worden. Sprich, da war der Name Programm. Das heißt, die viele Imker bzw. die irgendwo mit Bienen zu tun gehabt haben, hatten Angst, ohne dass es bewiesen war, dass der Bienenfresser irgendwie den Hof streitig macht. Und dann ist der rigoros ausgelöscht worden. So wurde so eine erste Ansiedlung von Menschenhand unterdrückt, ja. Neben dem Dauerprojekt Bienenfresser leitet Jörn Weiß auch eine Wildvogelauffangstation. Man stellt sich unwillkürlich die Frage, wie ein Mensch dazu kommt, sein Leben im Ehrenamt derart intensiv der Ornithologie zu verschreiben. Ich habe das so ein bisschen mit der Muttermilch aufgenommen, also eigentlich so einen ganz klassischen Weg, wie man es von früher erkennt. Mein Vater hat Waldvögel gezüchtet, war, sage ich mal, gerade so in den 70er, 80er Jahre war das ja in deutschlandweit, ich sage mal, ein gängiges Hobby, was viele Leute gemacht haben. Wie gesagt, von dem her bin ich von Kindesbeinen immer, habe ich immer schon haben Vögel zu Hause gehabt, war immer mit denen in Kontakt. Mein Vater hat mir auch versucht, unwahrscheinlich viel beizubringen. Also wir hatten einen Schrebergarten, wo wir jedes Wochenende und jede freie Zeit draußen waren, wo er mir gesagt hat, da ruft jetzt das, da ruft jetzt das, das ist das. Also wie gesagt, von Kindesbeinen an ist das dann in mir so gewachsen. Und ich sage, ich bin jetzt knapp 50, ich lerne immer noch dazu. Im Gespräch mit Jörn Weiß vergeht die Zeit wie im Fluge. Wenn es um einheimische Vögel geht, ist er ein scheinbar unerschöpflicher Wissensquell. Doch wie kommt es dazu? So mit 12, 13 habe ich dann mitgekriegt, dass es in Frankenthal eine Schülergruppe vom damaligen Deutschen Bund für Vogelschutz gab. Da bin ich dann irgendwann mal auf eine Exkursion, fand es natürlich voll klasse, mit Ferngläsern und so, sich dann die Vögel auch mal aus der Nähe anzugucken. Also wir konnten uns damals so Sachen nicht leisten, deswegen war das immer schön, dann auch mal so was aus der Nähe zu sehen. Und habe damals schon gemerkt, dass ich da irgendwo ein Faible für habe, auch ein bisschen nicht bloß zu gucken, sondern auch ein bisschen was für die Natur zu machen. Wie gesagt, und diese Schülergruppe hat sich dann vor jetzt ziemlich genau 28 Jahren dann in eine offizielle Ortsgruppe des Deutschen Bund für Vogelschutzes umgestaltet. Und da war ich mit 16, war ich da Gründungsmitglied. Dann kam auch über meinen Vater die Geschichte Vogelberingung. Also mein Vater hat mir irgendwann mal erzählt, dass er in den 50er, 60er Jahren, wie es ja hier dann noch ganz anders da war, mit ein paar Kollegen Vögel beringt hat. Und da habe ich gedacht, ah, wie das gemacht worden ist. Und hat er mir halt auch abendelang dann erzählt und hat dann irgendwann aus dem Keller mal so die alten Dokumente noch rausgegraben. Und zu der Zeitpunkt war das dann auch so, dass meine Kinder dann schon in dem Alter waren, wo man heute auch mal wieder an sich selber ein bisschen denken könne. Und dann habe ich schon mal eine Frage gesagt, ich würde, glaube ich, ganz gern so in die Richtung Beringung gern was machen. Ich bin dann mit einem Freund erstmal mitgegangen, deswegen hatte ich dann auch schon mal gesagt, hier, ach, Uferschwalben. Damit hat er den entscheidenden Schritt getan. Seine Faszination neben der praktischen Arbeit im Vogelschutz, auch Fakten für die Nachwelt zu sammeln, findet hier ihren Grundstein. Und dann kam mir das tolle Erlebnis hier mit diesem paar Bienenfresser und habe dann gedacht, oh, das wäre vielleicht so eine Art, wo ich vom Projekt her gern machen würde. Und ja, bin dann einfach hängen geblieben.
Vor den Ergebnissen ist harte Arbeit gefordert. Vogelberingung ist auch 2020 nichts für Menschen mit Höhenangst. Also heißt, die Beringungssaison bei der Bienenfresser beginnt. Ich tue jetzt heute mit meiner Kollegin also erstmalig die ganzen Brutröhren mit Fallen bestücken. Erstmal um rein die Altvögel, die jetzt natürlich die Jungen schon füttern, zu beringen. Hoffentlich paarweise. Aus ganz Deutschland kommen Ehrenamtliche, um bei dieser schweißtreibenden Arbeit mitzuwirken. Also wir machen uns das zunutze, dass ein Bienenfresser, der ja Höhlen gräbt, also bis zu 1,50 Meter in der Steilwand, und natürlich da immer wieder auf irgendwelche Widerstände trifft, sprich Wurzeln oder kleine Steine. In Sachsen-Anhalt hat man wesentlich längere Erfahrungen mit Bienenfressern. Sie brüten dort seit 30 Jahren. Den Verantwortlichen wurde schnell klar, dass herkömmliche Konzepte zur Beringung bei dieser Art erfolglos sind. Deshalb wurden Röhrenfallen entwickelt. Jörn Weiß hütet solch eine Originalfalle aus Sachsen-Anhalt und nimmt sie noch heute als Vorlage. Also das ist hier der Ursprungstyp der Bienenfresserfalle. Die habe ich von einem Kollegen aus Sachsen-Anhalt, die hier schon bald 30 Jahre Bienenfresser beringen. Da kam irgendwann mal einer auf die Idee, sich aus dem Hasendraht sowas zu biegen. Also wie gesagt, richtig deutsche Wertarbeit. Hier hinten dann noch mit Nieten festgemacht und Kabelbinder. Aber vom Grundprinzip her das gleiche, wie ich es jetzt auch mache. Ich habe es halt für mich einfach nur ein bisschen verfeinert. Die am Anfang der Falle eine kleine Klappe hat für den Bienenfresser. Die wird also in den Röhreneingang geschoben. Ist dann für einen Bienenfresser nichts anderes, wie wenn ein Blatt vor der Röhre ist. Er schiebt es mit dem Schnabel auf, versucht in die Röhre reinzugehen. Logischerweise ist irgendwann das Ende, weil dann die Falle drin ist. Hinten dran geht die Klappe zu. Ganz einfache Geschichte, wetterunabhängig und sehr erfolgreich. Nur wenige andere Vogelarten graben wie der Bienenfresser ihre Bruthöhlen in derart unzugängliche Lehmwände. Diese hochspezialisierte Brutweise macht eine Beringung der Nestlinge, wie es bei den meisten anderen Arten Usus ist, unmöglich. Erkenntnisse aus Beringungsaktionen sind allerdings sehr wichtig, denn mit dem Anlegen des unverwechselbaren Fußringes hat der Vogel quasi einen weltweit gültigen Personalausweis. So lassen Wiederfang, Sichtung oder Fotografie neben Zugruten oder Brutverhalten auch viele andere Schlüsse zu. Es ist also den findigen Menschen wie Jörn Weiß und anderen zu verdanken, dass zumindest von den erwachsenen Brutvögeln Jahr für Jahr ein zuverlässiges Monitoring gewährleistet ist. Eine immer wieder aufwendige Aktion, die zudem eine gewisse Couragiertheit und körperliche Fitness voraussetzt. Also der Nutzen vor allem, ich meine, dieser wissenschaftliche Aspekt, das heißt, die Wiederansiedlung der Jungen, die wir ja letztes Jahr zum Teil schon gehabt haben, die Einjährigen, die Zweijährigen, wie brutplatztreu die sind. Natürlich im Optimalfall haben wir auch mal einen fremdberingten Bienenfresser, den ein Kollege irgendwo in Deutschland beringt hat. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo man dann einfach dann auch rausfinden kann, ob sich eventuell die deutschen Kolonien irgendwo, wahrscheinlich im Winterquartier, ein bisschen vermengen und dann der eine oder andere denkt, der vielleicht die ganze Zeit am Kaiserstuhl war und sagt jetzt, oh, Pfalz ist auch ganz schön. Aber das kann man halt nur durch die Beringung dann einfach feststellen. Die Planung für eine jede Beringung liegt Monate zurück. Auch 2020 ist Jörn Weiß aktiv. Insgesamt werden von ihm etwa 60 Bienenfresser beringt, zum Teil mit seinen ehrenamtlichen Helfern. Also in Rheinland-Pfalz beringe ich jetzt seit 2004. Also 2002 war ja die Erstbesiedlung und mir wurde damals abgeraten, direkt mit einem Paar anzufangen, einfach weil die Kolonien relativ klein sind, sie einfach noch anfällig sind. Und
man dann zum Teil auch schon schlechte Erfahrungen bei anderen Arten gemacht hat, wo es dann immer heißt, sie wurden wegberingt. Deswegen war die klare Prämisse mit der Vogelwarte, dass man wartet, bis es eine gewisse Größe hat. Wie gesagt, hat es dann 2005 mit 5, 6 Paaren und dann konnte man da dann erstmalig dann anfangen. Wie gesagt, noch ganz so wildwestmäßig mit Netze vor die Röhre stellen, die jeder Bienenfresser gesehen hat. Also man hat gefühlte Stunden gewartet, bis dann mal so ein Bienenfresser im Netz war. Da habe ich mich gefreut über 5, 6 Bienenfresser über die ganze Saison. Jetzt seit 2015 bringe ich noch mit Reusenfallen. Das heißt, ich bin wetterunabhängig. Es ist egal, ob es stürmt, ob es schneit, ob sonst was. Die kommen in den Röhreneingang und bringen seitdem jedes Jahr knapp 100 Bienenfresser. Und dann kann man natürlich dementsprechend auch schon das eine oder andere rauskitzeln. Also sprich, ich habe nachweisen können über die Beringung, dass sie sehr, sehr ortstreu sind. Also ich habe über Jahre immer wieder, sage ich mal, meine selbstberingten Bienenfresser immer wieder kontrolliert und hatte mittlerweile auch 2 fremdberingte Bienenfresser gehabt, wo ich zum einen habe nachweisen können, dass irgendwo im Überwinterungsgebiet die Bienenfresser sich irgendwo austauschen müssen, weil das war damals ein Vogel, der wurde bei Halle an der Saale als Jungvogel beringt und war dann 2 Jahre später bei mir als brütendes Weibchen hier in der Kolonie. Und das war damals der erste erwiesene Austausch der innerdeutschen Kolonien. So, und das zweite war dann ein Koloniewechsel gewesen. Das war ein Weibchen, was 2011 in Offstein in den Klärteichen gebrütet hat und dann das Jahr später hier bei mir als Brutvogel war. Und das sind Luftlinie 6 Kilometer. Also da merkt man auch, dass dann diese kurzen Wege oftmals getauscht werden und dann auch immer wieder eine Blutauffrischung in den Kolonien vorhanden ist. Solche Erkenntnisse mögen in unserer technisierten Welt vordergründig obsolet sein. Doch am Ende bestätigt dieser Informationsflickenteppich der verschiedensten Arten die Erkenntnis, dass die Menschheit in Sachen Umwelt frontal gegen die Wand fährt. Hab gemerkt, oh, das ist genau das, was ich für mich dann auch brauche, für einen Ausgleich zu meiner normalen Tätigkeit als Bäcker. Und habe dann bei der Vogelwarte in Radolfzell den üblichen Laufgang gemacht. Also ich war 4 Wochen auf der Beringungsstation Mettnau am Bodensee, habe dort praktisch meine praktische Ausbildung gemacht, habe dann einen brutbiologischen Kurs über ein Wochenende gemacht und was man halt dann sonst noch an Voraussetzungen braucht. Und wie gesagt, habe dann 2002 meine Beringungsgenehmigung gekriegt und dann kam mir das tolle Erlebnis hier mit diesem paar Bienenfresser. Menschen wie Jörn Weiß leisten Unermessliches für die Allgemeinheit. Während das krakenartige Diktat der Wirtschaft unsere Politik fest in der Hand hält und der Rendite wegen sowohl die Umwelt als auch die Ärmsten der Armen mit Füßen tritt, arbeitet hier ein einfacher Bäcker neben seinem Job viele 100 Stunden im Jahr im Ehrenamt. Er opfert sich mit vielen anderen auf, um der Umwelt zu helfen. Angesichts der vielen mächtigen Irrläufer unserer Zeit bezweifle ich indes, dass von der Wirtschaft oder Politik ohne massiven Druck ein Umdenken zu erwarten ist. Meine Hoffnung liegt in der jungen Generation, die mit Fridays for Future deutliche Zeichen gesetzt hat. Ich wünsche Ihnen die Kraft, weiterzumachen. Auch gegen grüne Lokalregierungen, die sich ganz offensichtlich von ihren damaligen Idealen weit entfernt haben. Wir sind jedenfalls auf dem besten Wege, unseren Planeten für Menschen unbewohnbar zu machen. Das macht mich unendlich traurig. Ich sag mal, potenzielle Brutmöglichkeiten gibt es also auch hier in der Umgebung.
noch mehr wie genug. Der begrenzende Faktor im Moment ist die Nahrung. Also es ist auch die letzten 2-3 Jahre in der Presse rumgegangen mit Insektensterben und so weiter und so fort. Und ich werde dann immer wieder gefragt, ja, wie kann das dann sein, dass ein Bienenfresser als reiner Insektenfresser so explodiert? Und dann sage ich, ja, mag ja sein, aber wenn ihr euch dann die Kolonien mal anguckt, die siedeln überall dort, wo also auch entsprechende Nahrung verfügbar ist. Man hat jetzt hier in der Grube zum Beispiel, gerade über die Straße ist eine renaturierte Grube mit einer Wasserfläche, die das ganze Jahr vorhanden ist. Das heißt, wir haben unwahrscheinlich viel Großlibellen und die Kolonie hier wäre nie so groß, wenn das Nahrungsspektrum nicht mehr oder minder direkt vor der Nase wäre. Und so ist es also auch bei vielen Kolonien in Rheinland-Pfalz. Die siedeln halt dort, wo das Nahrungsspektrum noch vorhanden ist. Das andere negative Beispiel, zum Beispiel in der Südpfalz, wo Brutbiotope en masse ist. Ich sage immer wieder, es hat gefühlsmäßig, jedes Dorf hat so seinen Ein-Mann-Baggerbetrieb. Also da ist eigentlich neben jedem Dorf eine kleine Sandgrube. Man hat unwahrscheinlich schöne Hohlwege links und rechts von den Weinbergen. Aber man muss halt auch sagen, es ist Monokultur im reinsten Sinne. Ich trinke auch mal gerne Scholle, aber wie gesagt, das mit dem Woi, es ist Monokultur. Und dementsprechend ist unwahrscheinlich wenig Insektenreichtum vorhanden und deswegen siedeln die sich auch dort nicht an. Also diese Zusammenhänge ist auch das, was mich fasziniert. Seine Farbenpracht macht den Bienenfresser zu einem sehr beliebten Fotoobjekt. Jedes Jahr strömen hunderte Hobbyfotografen nach Gerolzheim. Dortige Brutkolonie wird bewusst im Internet bekannt gemacht. Denn auf diese Weise werden andere Kolonien geschont und die Vielzahl der Fotografen kanalisiert. Doch nicht alle Fotografen sind vernünftig. Für das Bild der Bilder werden Regeln gebrochen. Privateigentum wird missachtet. So auch in Gerolzheim, wo der Betrieb der Kiesgrube durch Fotografen empfindlich gestört wurde. Mit Geldern der NABU-eigenen Georg Horning Gedächtnisstiftung wurde im Einvernehmen mit dem Grubenbesitzer ein Unterstand gebaut, um genau diese Missstände abzustellen. Grundsätzlich ein Erfolg. Zwar wird auch hier einfach mal der Zaun eingerissen, doch die Masse der Fotografen scheint recht vernünftig. Leider sind die wenigen Ignoranten auffälliger, was letztlich allen schadet. Ein Großteil der Fotografen, also die Erfahrung habe ich gemacht, die wissen eigentlich ganz genau, was sie machen dürfen, wie sie sich zu verhalten haben. Es ist aber wie in vielen anderen Sachen auch, es gibt so 1-2 schwarze Schafe, die sich an gar keine Regel halten. Und da ist einfach das Problem, was ich schade finde, dass das dann heißt, die Fotografen und nicht die 1 oder 2. Die Masse der Zugvögel in die Winterquartiere abgezogen ist, beginnt für Jörn Weiß der bürokratische Teil. Nach und nach verarbeitet er alle Meldungen über die Bienenfresser in Rheinland-Pfalz. Endlose Tabellen wollen mit Leben gefüllt werden. So gehen viele Abende ins Land. Mich beeindruckt das, denn Jörn Weiß steht voll im Berufsleben. Ich habe jetzt hier ein Stück rausgetrennt. Mache jetzt erstmal die. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So auch hier. Neue Fallen wollen gebaut werden. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Kann man zum Teil schon die Form erkennen. Biege ich hier hinten gerade den Draht so um. Und damit er nicht wieder rausgeht, müssen wir jetzt noch hier vorne noch eine Klappe dran machen. Als Laie fragt man sich unwillkürlich, was nutzt dem Bienenfresser die Beringung? Die Antwort ist einfach. Nur mit dem Wissen um Zugrouten, Rast- und Brutgebiete lässt sich bei Politik, Industrie und Landwirtschaft zum Wohle der Vögel argumentieren. Nur so können Schutzgebiete ausgewiesen werden. Nicht nur im Falle der Bienenfresser ist dies aufgrund der Faktenlage bereits vielerorts geschehen. Ohne Beringung und deren Auswertung wäre dies unmöglich durchzusetzen gewesen.
In den 6 Monaten habe ich gelernt, der Bienenfresser ist lokal begrenzt auf dem Vormarsch. Aber dies ist nur ein Abzweig. Die Biodiversität steht nach wie vor auf dem Spiel und damit die Zukunft von uns allen. Leider bin ich pessimistisch, denn auch im Kleinen interessiert sich die Menschheit offenbar kaum für die Arterhaltung in ihrer ganzen Vielfalt. Die dazu erforderlichen Einschränkungen scheinen zu unbequem. Aber vielleicht irre ich mich. Thank you.